Persönlichkeiten. 24 Minuten. Jetzt auf Radio 24. Sonntagmorgen, in den nächsten 24 Minuten begrüßen wir den Herr Dr. Markus Leonard bei uns im Studio. Er geht mit der Organisation Amrefts Afrika dorthin, wo sonst niemand hergeht. Was bringt der medizinische Tropfen auf einen heißen Stein und in welchen Problemen begegnet Ärzte? Und wie überzeugt man einen Mediziner zu Afrika von westlichen Medikamenten? Antworten auf die Fragen jetzt hier bei uns in den nächsten 24 Minuten. Mit dem Mark Jäcki. Markus Leonhardt, Direktor von Amref Health Africa Deutschland. Wir erleben im Moment in Europa eine Flüchtlingssituation, wie wir sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gesehen haben. Viele kommen aus Afrika, dort wo ihr tätig seid mit Amref. Wie ist die Situation vor Ort? Was habt ihr für Rückmeldungen? Ich glaube, das, was man nicht vergessen darf, ist, dass das, was hier in Europa als große Flüchtlingskrise wahrgenommen wird, oder als die größte Flüchtlingskrise, eben wie du sagst, seit dem Zweiten Weltkrieg, ist eine tägliche Situation in Afrika, denn dort gibt es immer noch 15 Millionen Binnenflüchtlinge, die aufgrund von Unruhen in den jeweiligen Städten ihr Heil suchen in Nachbarländern. Zum einen müssen sie ihr Land verlassen, zum anderen sind aber auch eben diese Nachbarländer am Rand oder an den Grenzen ihrer Kapazitäten, diese Leute aufzunehmen. Das heißt, es ist eine nicht bekannte Flüchtlingskatastrophe oder Situation, die wir früher oder später vermutlich auch zu spüren bekommen. Aber ist es so ein bisschen ein Ohnmachtsgefühl auch für euch, weil das Ziel ist ja, vor Ort zu helfen. Ihr geht dorthin, wo sonst niemand hingeht, mit medizinischer Hilfe. Und das Ziel ist ja, dass das gar nicht mehr möglich wäre, so eine Flüchtlingswelle, oder nicht mehr nötig. Das ist der Kern unserer Tätigkeit in Afrika, nämlich, wie du sagst, am Rande der Gesellschaft, wo eigentlich sonst gar keiner hinkommt, tätig zu sein und in erster Linie eben die Fluchtursachen zu bekämpfen. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, den Leuten die Gelegenheit geben, ihr Potenzial ausnutzen zu können, um in ihrer Heimat bleiben zu können. Denn keiner von denen, die hier in Europa aufschlagen oder angespült werden, verlassen ihre Heimat, weil sie Lust auf ein Abenteuer, auf eine Kreuzfahrt haben, sondern sie gehen einfach weg, weil sie keine Perspektiven haben. Und das ist genau das, was wir versuchen zu machen, Perspektiven zu bieten, in erster Linie eben durch Verbesserung der Gesundheit und vor allen Dingen durch Ausbildung, damit die Leute dort bleiben können, wo sie am liebsten bleiben wollen, nämlich in ihrer Heimat. Es gibt viele Probleme in Afrika, in gewissen Zonen massivste Probleme. Eines davon ist der gesundheitliche Aspekt und dort seid ihr spezialisiert. Man kennt euch vielleicht noch von früher aus, der alte Begriff Flying Doctors. Und ihr sagt ja, ich habe es erwähnt, ihr geht dorthin, wo sonst niemand hinkommt. Was heißt das? Wenn man sich die Gesundheitsversorgung in Afrika anguckt, dann gibt es in erster Linie natürlich wie in jedem die staatliche Versorgung, die bestreckt sich in erster Linie auf die Hauptstädte. Dort ist sie ganz gut, in städtischen Gebieten. Dann gibt es den Speckgürtel, der 20 Kilometer oder 50 Kilometer drumherum, wo sich größere NGOs ansiedeln, die natürlich trotzdem noch die Anbindung zum Flughafen und Ähnliches benötigen oder auch zu Schulen für die Kinder. Und dann gibt es den weiteren Kreis, sagen wir mal 50 bis 100 Kilometer drumherum, wo kirchliche Träger sind, Missionskrankenhäuser und Ähnliches. Und dann gibt es aber den ganz, ganz breiten Rand und den Rest, da ist gar keiner. Und da sind wir. Und das ist der Unterschied, eben weil wir eine afrikanische Organisation sind. Wir schicken eben nicht Kräfte aus dem Norden, aus der Schweiz, Deutschland, Amerika dorthin, sondern dadurch, dass wir schon seit 55 Jahren vor Ort sind, haben wir einen rein afrikanischen Mitarbeiterstamm. Wir haben insgesamt 1000 Mitarbeiter, davon sind 95% Afrikaner. Und so können wir in den Gebieten bleiben und sein, wo die Mehrheit der Bevölkerung lebt. Denn die Bevölkerungsmehrheit in Afrika lebt nicht in den Städten, sondern in den ländlichen Gebieten. Wie sieht es dort aus? Was gibt es für Probleme dort, wo niemand hingeht, außer ihr? In erster Linie sind es Infektionskrankheiten, die nach wie vor eine große Rolle spielen. Das hat damit einfach zu einem Mangel. Da sprechen wir von AIDS und solchen Dingen. AIDS, ehrlich gesagt, ist runtergegangen. Die HIV-Rate ist durch sehr gute Aufklärungs- und Präventionsarbeit sehr viel geringer geworden. Natürlich gibt es noch an stark befahrenen Straßen, in Ballungsgebieten eine relativ hohe Rate der Übertragung. Aber der Aufklärungsgrad ist hervorragend inzwischen, ist sehr, sehr stark gesunken. Man darf das Problem nicht wegdiskutieren. Es gibt es nach wie vor, die Gesundheit. Herausforderungen. Aber die Zahlen sind sehr ermutigend, sehr viel besser geworden. Was viel
nach wie vor vorkommen, sind Infektionskrankheiten, die Durchfallerkrankungen, die in erster Linie durch eine schlechte Wasserversorgung zurückzuführen sind oder verunreinigtes Wasser. Die Familien müssen auch immer sehr große Strecken zurücklegen, um an sauberes Trinkwasser zu kommen, wenn es überhaupt gibt. Dann ist Malaria nach wie vor ein Problem, was weiter existent ist. Das heißt, wir müssen weiterhin versuchen, durch Aufklärung und die Verteilung von Malarianetzen präventiv tätig zu sein. Und das ist das, was wir eigentlich in erster Linie versuchen, mit AMREF Krankheiten zu bekämpfen, bevor sie überhaupt entstehen. Ist natürlich so ein bisschen, in der Schweiz sagen wir, Pflasterli-Politik. Also man geht hin, man bekämpft die Symptome, man bekämpft vielleicht eine Infektionskrankheit, die gerade grassiert, und dann geht man wieder raus, aber die Probleme sind nicht gelöst. Ist das ein bisschen problematisch? Also ist es ein bisschen so, dass man halt wirklich einfach nicht an die Wurzel des Übels rankommt? Ich glaube, das ist das, was man der Entwicklungszusammenarbeit oder der Entwicklungspolitik der letzten Jahre vorwerfen kann, dass es zu sehr immer nur ein Löcherstopfen war oder zu sehr reduziert war auf die Krisenintervention, wenn also hinzugehen, nur wenn eine akute Krise irgendwo auftaucht. Das ist aber genau das, was wir nicht machen. Wir sind eben die Organisation, die nicht nur in Krisen da ist, und wir sind immer da. Wir sind eine afrikanische Organisation. Das heißt, wir arbeiten von Grund auf mit lokalen Kräften und versuchen, wie so ein Schneeballprinzip, das Wohl, das Wissen weiterzutragen. Das, was wir eben früher gemacht haben, mit den Flying Doctors irgendwo hinzufliegen, eine Behandlung durchzuführen, ein paar Tage zu bleiben, wieder wegzufahren, hat sich ja schon vor 55 Jahren bei uns geändert. Also wir haben das Wissen, was wir mitbringen, immer versucht, an die lokale Bevölkerung weiterzugeben. Und so sind wir eher in einem Strukturaufbau und Systementwicklung tätig. Von daher würde ich sagen, ja, es gibt es immer wieder. Das ist, die Organisationen kommen zur Krisenintervention, zum Beispiel Ebola im letzten Jahr. Aber die meisten Organisationen sind jetzt weg. Wir sind immer noch da. Unsere Arbeit ist jetzt in erster Linie eben nach dem Motto, nach der Krise ist vor der Krise. Das Grundübel in Afrika in vielen Regionen ist ja die Regierungssituation, korrupte Regime, Diktaturen oder ganze Militärdiktaturen, Rebellen. Es gibt unendlich viele Probleme. Wie ungehindert kann man da arbeiten? Wie sehr kann man das Wissen weitergeben, Menschen ausbilden, dort tatsächlich nachhaltig etwas bewirken? Also die Probleme existieren, das ist keine Frage. Es gibt viele Länder, in denen noch kriegerische Auseinandersetzungen sind. Es ist in erster Linie aber ein Armutsproblem. Und es ist ein Strukturproblem und es ist ein Wissensproblem. Da, wo wenig Ausbildung ist, sind die Leute empfänglicher für Verführungen durch terroristische Ideen oder für auch korrupte oder kriegerische Auseinandersetzungen. Das heißt, es ist in erster Linie ein Strukturwandel, den man erzeugen muss. Und wie überall auf der Welt funktioniert es in erster Linie über eine verbesserte Ausbildung und Verbesserung der Infrastruktur. Wir sind eine Nichtregierungsorganisation. Das heißt, wir arbeiten zwar mit den lokalen Regierungen zusammen, aber die Gelder fließen über uns. Wie unkorrupt kann man da überhaupt agieren? Oder wie fest muss man mit den Spielregeln, die nun mal dort vorhanden sind, mitmachen? Also fließen Spendegelder an diese Regierungen? Bei uns fließt nicht ein einziger Cent an die Regierung. Also oder kein Rappen, kein Frankli, kein Dollar, kein Cent. Wir haben eine No-Corruption-Policy, die ist eisern, und wir arbeiten mit den Regierungen mehr unter dem Prinzip der Einbeziehung. Also wir bitten nicht um Erlaubnis, sondern wir fragen, ob sie uns wollen. Und nur wenn die Regierungen sagen in einer Gegend, wir arbeiten dabei mit, dann gehen wir hin, denn das Prinzip ist die Eigenverantwortung. Denn sonst ist es tatsächlich, wie vorhin besprochen, ein Löcherstopfen oder ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir wollen ja, dass es in die lokalen Hände übergeben wird. Das heißt, die Projekte machen wir die ersten 2, 3, 4 Jahre und dann sollen die Gemeinden die Projekte selber durchführen. Und das funktioniert nur dann, indem man sie von Anfang an, vom ersten Tag des Projekts einbindet und nicht ein Projekt durchführt und am Ende sagt, bitteschön, jetzt macht ihr mal weiter, sondern es ist in erster Linie eine Frage der Kommunikation. Dr. Markus Leonhard, Direktor von AMREF Deutschland. Wie kommt ihr an die Menschen ran, denen ihr dieses Wissen, auch dann Medizin, Medikamente, wahrscheinlich auch Instrumente weitergibt? Weil wir da sind.
wir müssen nicht hingehen, wir sind da. Also das ist eine Organisation, die gibt es jetzt seit 55 Jahren. Aber das Ziel ist ja schon, Menschen aus der Bevölkerung, aus diesen Dörfern, aus diesen Plantagen auszubilden, damit die dann vor Ort helfen. Also es sind nicht Weiße, die dort dann den großen Medizinmann spielen. Das ist ja schon ein Konzept von euch, dass ihr die Bevölkerung ausbildet. Wie sucht ihr euch diese Menschen aus? In erster Linie funktioniert so, es sind ja selber Afrikaner von uns, die dort hingehen. Und der Weg ist meistens, dass man mit dem Stammesältesten spricht. Der Stammesälteste wird einbezogen und dann gibt es ein großes Meeting mit ihm unterm Baum oder wo auch immer. Und dann fragt man ihn, wer aus deiner Gemeinde ist besonders geeignet, für die Wasserversorgung tätig zu sein. Wer ist ganz gut in der Landwirtschaft? Wen kann man gebrauchen, der die Kontakte herstellt zu einer Gesundheitseinrichtung? Und aus diesem Kreis wird dann ein nächster größerer Kreis. Es ist wie so ein Vervielfältigungsfaktor. Wir nennen das dann immer die Community Health Worker oder Extension Worker. Das heißt, es fängt oben an und dann wie ein Schneeballprinzip werden die dann einbezogen in die Tätigkeiten. Das müssen dann nicht immer hoch ausgebildete Leute sein. Wir sind nicht in der Elitebildung tätig. Wir sind wirklich Grassroot. Also wir machen primäre Gesundheitsversorgung und die tragen ihr Wissen innerhalb der Gemeinde weiter. Und ich glaube, der große Unterschied oder der große Vorteil ist, dass wir eben eine afrikanische Organisation sind. Wenn du und ich, wir dahinter gehen würden, wir würden versuchen, einer Maasai-Frau zu sagen, sie möge doch bitte ein Kondom benutzen. Meinst du, Aheli, ist eine Katastrophe? Sie würde mich nie verstehen. Aufgrund der kulturellen Unterschiede würde sie wahrscheinlich gar nicht mehr zuhören wollen. Wenn wir aber vorher selber Maasai ausgebildet haben, die dieses Wissen an sie weitergeben und vielleicht in ihrer Sprache oder mit ihren kulturellen Möglichkeiten, mit einem kleinen Holzstab, auf dem man das Gummi dann aufzieht oder es in einen Tanz integriert. Wir nutzen also die eigene Kultur, um in ihrer Kultur zu bleiben. Wie groß ist die Bereitschaft und die Begeisterung für diese moderne westliche Medizin? Ich kann mir vorstellen, was man hört, was man liest, da sind auch viele Glaubenssätze, da sind Bräuche, da sind Religionen am Werk. Sie haben den Ältesten angesprochen, den Dorfältesten. Sind die bereit, sich auf westliche Medizin einzulassen? Es gibt sensible Themen und es gibt weniger sensible Themen. Was ist ein sensibles Thema? Ein sensibles Thema ist das, was wahrscheinlich auch jetzt in Europa inzwischen ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, dieses sogenannte FGM, Female Genital Mutilation, das ist die Beschneidung von Frauen, was in vielen afrikanischen Ländern auch noch teilweise bis 70-80% der Fall ist. Das heißt, dass die Frauen beschnitten werden. Das sind Themen, die brauchen lange, ehe man da ein Verständnis gefunden hat oder ehe man das in deren Kultur akzeptabel gemacht hat, dass wir versuchen wollen, diese Beschneidungen zu reduzieren oder möglichst ganz einzuschränken. Alles, was mit Geschlecht zu tun hat, mit Sex zu tun hat, HIV ist immer ein sensibles Thema. Und man muss, glaube ich, immer aufpassen, dass man mit Respekt mit diesen Gemeinden und den Kulturen umgeht und auch mit den Traditionen umgeht. Und für viele ist es in Europa ja auch noch ein Begriff, zum Beispiel die sogenannten Sumas, die traditionellen Heiler. Mhm. Die versuchen wir auch zu integrieren in unsere Ausbildungskonzepte. Die werden ja, oder die haben ja sicher Angst, arbeitslos zu werden, wenn ihr da einfahrt mit den besten Medikamenten. Die haben ein enormes Standing, einen enormen Respekt in der Gemeinde, sind teilweise über viele Jahrzehnte ja auch die einzigen gewesen, die medizinische Versorgung oder überhaupt eine Art von Ausbildung, Erziehung ermöglicht haben. Wenn wir die ausgrenzen würden, ist immer die große Gefahr, dass wir einen großen Teil der Gemeinde verlieren. Wenn wir also kommen und sagen, wir wissen es besser und vergesst mal das, was ihr 20, 50, 100 Jahre gemacht habt, dann würden wir ganz schnell die Akzeptanz verlieren. Also versuchen wir, diese Heiler mit einzubeziehen in unsere Konzepte und die auch mitzuschulen und mit sie eben nicht arbeitslos zu machen, sondern sie in unsere Tätigkeiten zu integrieren, auch durch eine bessere Ausbildung. Ein Beispiel dafür ist die Mutter-Kind-Gesundheit. Es ist immer noch so, dass die Müttersterblichkeit und Kindersterblichkeit in Afrika eigentlich das größte medizinische Problem ist. Es ist in vielen Ländern, in denen wir tätig sind, noch immer so, dass jedes fünfte Kind keine 5 Jahre alt wird und dass jede 15. Mutter bei der Geburt stirbt. Der Grund dafür ist, dass die meisten Geburten immer noch unbetreut erfolgen. Also bilden wir Hebammen aus, um die Zahl der betreuten Geburten, Geburtsvorbereitungen, klinische Untersuchungen vorher und vor allen Dingen die Geburt durch geschultes Personal durchführen zu lassen. Das war in der Vergangenheit in erster Linie Tätigkeit der Healer da. Die versuchen wir mit einzubeziehen und eben
eine Ausbildung zu ermöglichen, dass sie eben auch mit Geburten durchführen können. Das große Zauberwort ist Integration. Aber gibt es da so eine Gratwanderung, wo man sagen muss, dort dürfen wir nicht zu weit gehen? Da müssen wir die Kultur sein lassen. Da müssen wir die Bräuche sein lassen. Das gibt es auch in erster Linie bei den Nomaden, in den sogenannten Pastoralist Areas. Da gibt es im Norden Kenias, in der Turkana, in Äthiopien, in Afar. Es gibt viele Gegenden, wo sie einfach über tausende von Jahren eben Nomaden waren. Und man muss die richtige Mischung finden zwischen sie sesshaft zu machen und eben die Kultur zu respektieren. Die Sesshaftigkeit heißt in dem Moment nicht, sie an einen Ort zu binden, sondern mit der medizinischen Versorgung dorthin zu gehen, wo sie sind. Das heißt, sie zu begleiten eben auch und Aufklärungsarbeit zu betreiben, eben möglichst das tägliche Geschäft nicht unterm Busch zu verrichten, sondern Latrinen zu nutzen, um einfach die Verunreinigung des Trinkwassers zu verhindern. HIV-Ausbildung kann man überall, kann man mit denen mitgehen. Aber man muss eben ein wenig aufpassen. In dem Moment, wo man sie zwingt, ihre Kultur aufzugeben, ihre Traditionen aufzugeben, würde es eine ganze Menge Widerstand geben. Und man darf nicht vergessen, das sind noch teilweise sehr ursprünglich lebende Kulturen, die auch mit vielen Keimen, Bakterien, Viren noch gar nicht in Berührung waren. Wenn sie gesettelt werden, wenn sie sesshaft gemacht werden, bilden sich neue Ballungsräume mit einer neuen Übertragungskette von Krankheiten. Das heißt, man muss einfach die richtige Balance finden und die Sensibilität haben im Umgang. Und das kann nur funktionieren, wenn man eine genaue Kenntnis der Kultur und der Traditionen hat. Und das funktioniert natürlich besser, wenn es Afrikaner selbst machen, als wenn wir, du und ich, das uns in Zürich überlegen, was wäre wohl gut für einen Nomaden. Wir haben es erwähnt, Amref hat eine Riesentradition, ist sehr erfahren, ist schon sehr lange in Afrika tätig, an Orten, wo andere nicht hinkommen. Und trotzdem, die Probleme scheinen nicht abzunehmen. Was habt ihr bewirkt? Was ist nachweisbar besser geworden? Das würde ich gar nicht nur auf Amref beziehen wollen. Jetzt am Wochenende findet in New York der große UN-Gipfel statt, wo die Millennium Development Goals besprochen werden, wo die Resultate gemessen werden, was ist bis 2015 erreicht worden und was, dann werden die sogenannten Sustainable Development Goals entwickelt, was in den nächsten Jahren geschehen soll. Und es liegen schon sehr genaue Informationen und Daten vor, das sogenannte Impact Measurement, also welchen Wirkungsgrad haben wir erreicht. Und es gibt sehr ermutigende Ergebnisse, gerade im Bereich der Infektionskrankheiten, HIV, Malaria, Wasserinfektionskrankheiten sind deutlich zurückgegangen. Trachom, die Hauptursache für Erblindungen in Sub-Saharan Afrika, hat sehr viel bessere Zahlen. Ich glaube, man muss ehrlich sein, es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Aber es ist ermutigend. Und selbst wenn man es kritisch betrachtet, glaube ich, muss man realistisch genug sein zu sagen, es ist unser Nachbarkontinent. Mhm. Es gibt keine Zeitverschiebung. Wir haben nur ein kleines Meer zwischen uns. Es muss in unserem ureigenen Interesse hier liegen, die Probleme in Afrika oder die Situation zu verbessern, Strukturen zu schaffen, Ausbildung zu schaffen. In erster Linie, um Fluchtursachen zu bekämpfen, damit sie eben in ihrer Heimat bleiben können. Denn man darf nicht vergessen, die afrikanische Bevölkerung wird sich, alle Hochrechnungen und Statistiken bestätigen das, wird sich in den nächsten 20, 30 Jahren verdoppeln. Dann werden wir bei 4 Milliarden Afrikanern sein. Es gibt genauso viele Millionenstädte in Afrika inzwischen wie in Europa. Aber ketzerisch könnte ich dann sagen, wenn man medizinisch dort aufrüstet, was ihr ja tut, dann wird das Problem mit der Überbevölkerung ja nicht kleiner. Nein, wir dürfen es natürlich nicht darwinistisch sehen. Wir dürfen nicht sagen, wir müssen zusehen, dass die Bevölkerung möglichst klein gehalten wird, um uns selber zu schützen. Nein, ich glaube, das, was angesprochen ist, ist zum Beispiel das Thema Familienplanung, muss einfach in diese Konzepte integriert sein. Dass eben Anreize geschaffen werden, ein Familieneinkommen zu sichern, eben nicht durch eine Vielzahl von Kindern. Noch ist es so, gerade in den sehr viel ländlichen Gebieten, dass viele Kinder zur Welt kommen, auf die Beine ins Altersvorsorge. Altersvorsorge. Ja, genau. In dem Moment, wo man aber Alternativen schafft, nämlich durch Ausbildung, durch Erwerbsmöglichkeiten, Schaffung von Einkommensmöglichkeiten, durch Landwirtschaft, durch technische Ausbildung,
werden die Menschen in der Lage sein, zu akzeptieren, zu verstehen, dass Altersvorsorge nicht durch eine Vielzahl von Kindern zu machen ist. Und es ist natürlich einfach auch eine Frage, da geht es wieder Hand in Hand mit Infektionskrankheiten, dass man versucht, Familienplanung so zu betreiben, eben auch um das zu reduzieren. Wie groß ist die Bereitschaft der westlichen Pharmaindustrie? Ich nehme das ein wichtiger Partner des ganzen medizinischen Know-hows von Spezialisten, an solchen Dingen mitzuarbeiten. Was sind eure Erfahrungen? Also die Pharmaindustrie ist ein ganz wichtiger Partner, weil sie natürlich... Also werden sie nichts Schlechtes sagen, aber da, die wollen ja Geld verdienen in erster Linie. Ja, die Pharmaindustrie erkennt natürlich auch solche Kontinente, also nicht nur Afrika, auch andere Schwellenländer erkennen sie als potenziellen Zukunftsmarkt. Hier werden die Absatzmärkte immer enger, also muss man immer gucken, wo wird man eines Tages seine Produkte dann doch noch an den Mann bringen. Die Pharmaindustrie spielt eine wichtige Rolle, gerade im Forschungsbereich, gerade bei den sogenannten Neglected Tropical Diseases, bei den vernachlässigten Tropenkrankheiten. Dabei muss man mal berücksichtigen, für ein Pharmaunternehmen, die müssen Geld verdienen. Mhm. Zu Recht, die haben eine Stakeholder-Aktionärsverantwortung, sind an der Börse notiert. Das heißt, die müssen sich natürlich in erster Linie an Märkte orientieren, wo sie auch ein hohes Einkommen erzielen können. In Afrika ist der Markt noch nicht besonders groß. Es gibt kaum ausgebildete Versicherungssysteme oder nur wenige oder in einigen Ländern. Das heißt, die Medikamente, die sie im Moment zur Verfügung stellen, sind häufig in erster Linie Spendenmedikamente. Das ist natürlich kein Weg für die Zukunft. Also auch muss es auch im Interesse sein der Pharmaindustrie, dass der Markt, die Kaufkraft sich in Afrika verbessert, auf dass es in der Zukunft ein Markt wird. Aber es ist wie immer, Märkte muss man entwickeln und am Anfang steht die Investition. Und ich glaube, wir müssen weg dazu kommen von dem Konzept der Medikamentenspende und hin zum Strukturaufbau, zur Ausbildung von Systemen und Verbesserung der Ausbildung. Nur dann wird es auch langfristig für die Pharmaindustrie interessant sein. Und dafür sind Partnerschaften gerade von NGOs wie uns und der Pharmaindustrie wichtig. Und jetzt kommt die Schweiz. Jetzt wollt ihr die Schweiz erobern. Natürlich, die Schweiz ist solvent, da gibt es Geld, da gibt es Pharmaindustrie, da gibt es viel Know-how. Weshalb erst jetzt? Das erst jetzt ist ein Wieder. Wir waren schon in der Schweiz vor 30 Jahren, eine der ersten Flugzeuge der Flying Doctors war eine Spende aus der Schweiz von der Leprosy Association. Es gab einen Land Rover, es gab in erster Linie Sachspenden, es gab damals Zusammenarbeit mit dem Tropeninstitut und dann ist es irgendwie eingeschlafen. Es ist wie so ein, hat ein Dornröschenschlaf geschlummert und jetzt wollen wir eigentlich die erfolgreichen Konzepte in den Nachbarländern hier versuchen zu wiederholen. Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden und wir wollen auch hier keinen riesigen Apparat aufblasen. Wir wollen keinen Verwaltungsapparat mit 17 Büros und Firmenwagen und sonst was haben, sondern wir wollen in erster Linie die Konzepte, die wir in anderen Ländern erfolgreich erprobt haben, wollen wir versuchen hier zu wiederholen und die Menschen davon zu überzeugen, uns zu unterstützen. Und ich verstehe die Frage, auch gerade im Hinblick auf die Solvenz. Ich glaube, die Schweizer wollen auch mit Recht nicht immer als die Zitronen betrachtet werden, die es gilt auszupressen, genau. Und sagen, letzte Woche gab es in Deutschland riesige Artikel, die teuerste Stadt der Welt ist Zürich. Also liegt der Gedanke nahe, teure Stadt, müssen reiche Leute sein, gehst du hin, versuchst du Geld zu kriegen. Das ist es nicht. Wir versuchen eigentlich an die Vernunft zu appellieren, wir versuchen ein Netzwerk aufzubauen und ich glaube, das, was wir betreiben wollen, ist eher nach dem Motto klein, aber fein. Wir wollen hier nicht Spendenbüchsen sammelnde Leute durch die Fußgängerzonen jagen oder wollen die Stadt tapezieren mit irgendwelchen Postern von uns. Es ist uns klar, wir haben keinen großen Markenbekanntheitsgrad, weil wir unser Geld, was wir einnehmen, eben nicht in PR und Marketing investieren, sondern in unsere Produkte oder in unsere Projekte in Afrika. Also müssen wir uns der Netzwerke bedienen. Wenn einer hier im Radio zuhört oder wo auch immer und sagt, finde ich interessant, möchte ich kennenlernen und ich kenne jemanden, den es auch interessieren könnte, so wollen wir eigentlich auch hier wie ein Schneeballsystem ein Netzwerk aufbauen und Unterstützer finden. Dr. Markus Leonhardt, ich hoffe, wir haben mit diesem Gespräch ein bisschen Aufklärung betreiben können, ein bisschen AMREF näher vorstellen. Wenn ich noch weitere Informationen brauche, wo kann ich mich informieren? Wir sind jetzt in der Schweiz registriert. Es gibt eine Website www.amref.ch oder aber man kann sich auch die deutsche Website anrufen www.amrefgermany.de
Aber ich glaube, die Amref CH funktioniert eigentlich gut. Jederzeit ansprechbar. Und ganz ehrlich, mir sind 10 Fragen mehr lieber als eine Frage zu wenig. Denn wir wollen in erster Linie überzeugen. Wir wollen nicht bestechen oder kaufen. Wir wollen überzeugen. Herzlichen Dank für den Besuch und weiterhin alles Gute. Vielen Dank für die Gelegenheit für das Gespräch.